Ja, und damit herzlich willkommen zurück zum Let's Play Train to World 2 mit der Baureihe 363 hier in Hagen Güterbahnhof. Wir nehmen uns diese kleine wunderschöne Lokomotive im orientroten Farbdesign. Das habe ich mal runtergeladen bei Welzim, Deutsche Bahn AG München. Ich finde dieses orientrote, finde ich einfach nur wunderschön. Wir werden die Lok jetzt eben aufrüsten. Offiziell sollen wir erst um 11.15 Uhr abfahren. Dafür haben wir jetzt ja im Prinzip noch 2 Minuten Zeit, die Lok eben fertig zu machen. Wenn wir nicht runterfallen würden, dann steigen wir mal ein. So, machen die Tür zu. So, dann machen wir einen Generalschlüssel ein. Schalten die Kraftstoffpumpe ein. Und machen den Motor an. So. Da ist sie hochgefahren. So. Durchstand und Innenbeleuchtungsschalter, Luftkompressorschalter. Und hier ist jetzt irgendwo auch noch die SIFA. Da ist der SIFA. SIFA-Schaltung. Da ist der SAN-Schalter. Dann jetzt noch Führerstand und Instrumentenbeleuchtung, Ein- und Ausschalten und Luftkompressor. Aber das brauchen wir ja alles. Dann schalten wir hier noch die PZB ein. Perfekt, also die Indusi. So, und wir sollen den Zug jetzt fertig machen. Wir sollen nämlich da drüben gleich ein paar Personenwagen umherrangieren. Weil da wohl ein paar kaputt sind. Und das werden wir heute mal machen. Einfach spaßeshalber. Beimannsitz stehen, genau. Jetzt setzen wir uns hier aber mal hin. Und um 11.15 Uhr sollen wir abfahren. Dass wir übernehmen schon mal hier diesen Führerplatz, sagen wir jetzt mal. Dann können wir noch Lichter ein- und ausschalten. So. Dann können wir gleich nochmal schönen Führerstandsbeleuchtung, die brauchen wir nicht. Power, den müssen wir auch noch einlegen. Den Netzschalter, genau. Triebwerksleuchte, Instrumentenbeleuchtung. Vorbautenleuchte. Und dann gehen wir nochmal raus. Handbremse ist ja noch angezogen. So. Dann machen wir nochmal schön ein Screenshot hier. Das Thumbnail. Perfekt. Dann können wir eigentlich direkt schon mal die Kupplung hier noch runterziehen. Dann können wir nochmal ein kleines Thumbnail machen. So. So, dann gehen wir mal Richtung Führerstand wieder rein. So. Gehen hier rein. Klettern da hoch, genau. So. Und dann sollen wir da vorne erstmal anhalten. Dann lösen wir die Bremse. Lösen die Bremse. Melden uns beim Fahrdienstleiter, weil hier sind keine Sperrsignale, dass wir hier gerne rausfahren würden. Und dann erhöhen wir mal ein bisschen die Leistung. So, 6 km/h. Gucken wir mal, wie die Weichen liegen. Die liegt abzweigend. Und der Rest liegt geradeaus. Das ist doch schön. Dann sollen wir da vorne einmal anhalten. Beziehungsweise wir melden uns natürlich beim Weichenwärter. Denn der Weichenwärter ist für die Rangierfahrten zuständig und der Fahrdienstleiter nur für Zugfahrten. So, schön mit der SIFA hier. Die PZB lässt man eigentlich beim Rangieren ausgeschaltet. Aber soweit ich weiß, nur wenn man Rangieren länger als 30 Minuten erwartet. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob wir das großartig länger machen.
bisschen anziehen. So. Und bleib stehen. Gut. Jetzt sollen wir Kopf machen. Also einmal herunterschalten. Da ist die PZB einmal kurz Störung gegangen. Ah ne, weil wir jetzt rückwärts fahren und rückwärts ist die PZB natürlich ausgeschaltet. So. Müssen wir denn da lang? Sollten wir vielleicht einmal kurz gucken gehen. So. Am besten wäre jetzt natürlich hier so eine Funkfernsteuerung. Dann könnte ich nämlich damit fahren. Ich übernehme aber jetzt einfach mal hier die Seite. Rückwärts soll ich ja trotzdem noch fahren. Da habe ich ja auch noch eine direkte Bremse. So, jetzt rollen wir zumindest schon mal rückwärts. Da sollten wir mal anziehen. So. Dann müssen wir nämlich die hier, glaube ich, noch umstellen. Ja, genau. So, dann legen wir einmal den Weichenhebel um. Dann geht es nämlich für uns einmal darüber. Dann fahren wir schon mal wieder ein Stück. So, steigen hier rauf. Machen die Tür zu. So, und jetzt ist nämlich die Frage. Ich glaube, ich muss hier halten. Hier muss ich, glaube ich, auch auf neutrale Position oder auf so. Und dann kann ich, genau, dann kann ich nämlich hier drüben übernehmen. So. Der Zug fährt zu schnell, um von ihm gesteuert zu werden. Aber hier kann ich mich. Ich kann mich da auch nicht hinsetzen. Schön. So. Ich steuere diesen Zug doch. So. Federsprecherbremse ist gelöst. War die nicht angelegt? Sich manuell gelöst? Eigentlich nicht. So. Weichenhebel umgelegt. Komm, dann legen wir den Weichenhebel hier auch schon mal um. So. Weil wir wollen die Weichen hier nicht auffahren. So, dann gehen wir mal zu unserer kleinen Lok hier zurück. Ich finde das schick. Ich mag das Rangieren mit der V60. So. So. Tür zu. Okay. Ja gut. So. 10 km/h. Ist überhaupt die SIFA? So. Genau, dann rollen wir jetzt da drüben hin. Ach ne, das ist die SIFA. Mist. So.
intensiver als das andere Pedal. So, jetzt. So. Gut, dann übernehmen wir einmal wieder hier drüben. Halten, fahren. Dann muss ich den erst wieder auf eine neutrale Position bringen. Genau. Richtungswender nach vorne. Damit geht auch die PZB wieder an. So, und dann erhöhen wir ein bisschen. Das Sifa-Pedal am Boden. Er lässt mich hier jetzt offiziell als Zugfahrt lang. Wir sind aber trotzdem immer noch eine Rangierfahrt. Das liegt einfach daran, dass es eine der älteren Strecken von DTG. Da haben sie das mit dem Rangieren immer noch nicht so ganz verstanden gehabt. So. So, Druck steigt. So. Da können wir noch mal ein bisschen anziehen. So, jetzt lassen wir den wieder so stehen, den wieder in neutrale Position. Jetzt gehen wir wieder hier rüber, übernehmen hier wieder, schalten um in Rückwärtsgang. So, und dann lösen wir hier und schalten wieder ein bisschen auf. So, jetzt sollen wir nämlich darüber auf das Gleis. Ich verstehe zwar nicht ganz, wie er uns hier fahren lässt. So. Da rollen wir jetzt ein bisschen hin. So. 18 Meter. So. So, okay, wir dürfen weiterfahren als das. Warum legt die Lok gerade die... Was machst du? Wird er jetzt von alleine? Wieso fährt die Lok jetzt von alleine? Kollege? Das ist spooky. Das würde auch erklären, aber warum der den jetzt auf einmal übernommen hat. Ich wüsste gar nicht, dass ich die Steuerung abgegeben habe. Ja, das ist immer noch mein Zug, Kollege. Deswegen wurde mir auch angezeigt, bitte an diesem Ort anhalten. Ne?
Bitte nicht vergessen. Neutrale Position. Da halten. So. Neutrale Position. Halten. Hier übernehmen. Vorwärts. Wir sind doch auch die ganze Zeit gefahren, oder nicht? Einmal übernimmt auf einmal die Geisterhand das Spielen. Pedal. Setzen wir uns mal hin. So, und dann stehen wir jetzt gleich da vorne. So. Dann haben wir schon mal den ersten von drei Teilen erfüllt. So. Ganz langsam rollen wir dahin. So. Dann einmal aussteigen. Wir wollen nach hier links. Los, richtig. Hier auch aber einmal umstellen. So. Oder? Liegen die weichen Zungen zumindest richtig. Die weichen Zungen sind das, worauf ich jetzt achte. So. Okay, die hätten richtig gelegen. Aber TSW ist doof. Dann einmal kurz ein Stück rückwärts, bis wir wieder über die Weichen drüber sind. So. Dann müssen wir das noch einmal neu befahren. Eigentlich lagen die weichen Zungen jetzt richtig. So. Steigen wir einmal aus. Gehen dann nochmal hin. Nein, ich möchte die ran. Ich möchte diese Steuerung nicht aufgeben. Ach. Wenn ich hier die weichen Hebel bediene, stelle ich den da hinten mit um, oder was? So. Zack. Ich habe den Richtungswender noch nicht umgestellt. So. So. 89 Meter noch. Jetzt geht es immerhin vorwärts. Jetzt geht es auch hier rechts in die Kurve. In den Gleisbogen rein. Schön. Leerlauf. Und dann legen wir hier die Bremse an. Dann halten wir noch vor dem Oberleitungsmasten
im Gleis an. Hui. Oh ne, wir stehen drin. Der ist schön platziert, ne? Kennt er das? So, jetzt soll es wieder rückwärts gehen. Wann sollen wir denn jetzt? Okay, dann machen wir das. Legen wir die Weichen auch nochmal eben um. So. Sieht doch gut aus. Dann sollen wir vermutlich einen der Wagen hier schon mal rausziehen. So, wir sprinten jetzt ein bisschen hin zu unserer Lok im Oberleitungsmasten. Was auch seit Jahr oder seit Ewigkeiten nie gepatcht worden ist. Rückwärts, obwohl man hier offiziell mit einem Fahrplan langfährt. So, 12, 13. So. Schön mit der kleinen orientroten V60. Ich finde das irgendwie schick. So. So. Zack. Und über einen Ort fahren. Okay. Also jetzt wieder nach vorne. Also hier rangieren wir gefühlt auch gerade mehr, als ich in meinem Leben bisher habe. So, einmal den Weichenhebel wieder umstellen. So. Einsteigen. Türe schließen. Hinsetzen. So. Jetzt einmal hier mitten durch über einen Ort fahren. So. Ich erhöhe mal auf knapp 25 km/h. Wir sind die ganze Zeit ja auch im Ferngang. Wir hätten natürlich auch schon längst in den Rangiergang schalten können. Aber naja. Wir sollen hier drüber hinausfahren, sollen da vorne anhalten. So. Oh, da wird eine Weiche aufgefahren. Lösen, 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 lösen. Schleudern. So. Lösen. Und jetzt ganz leicht rückwärts. So. Dann halten wir hier jetzt an. Und da, jetzt haben wir immerhin schon mal den Zug in Position gebracht. Das heißt, wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder mit dieser kleinen V60. Ich würde sagen, bis dahin und bye bye.